Hallo Internet und willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Legenden Arceus. Weiter geht's, wir stellen uns heute dem König des Waldes, Axanthor. Wenn du bereit bist, kann ich den König des Waldes, das mächtige Axanthor, herbeirufen. Ja, ich bin bereit. Sehr gut. Axanthor, König des Waldes! Die Zeit unseres Festes ist zwar noch nicht gekommen, doch wir wollen euch eine Gabe eurer liebsten Speisen darbringen. O erhabener König, dessen Macht sich vom Himmel bis zur Erde erstreckt. Wir bringen euch Dank entgegen und ersuchen euch darum, vor uns zu erscheinen. Uxel denkt daran, Axanthor anzuvisieren. Aufs Ausweichen kommt es an. Lass dich nicht von seinen Attacken erwischen, während du die Ruhegaben wirfst. Xa! Der König des Waldes, Axanthor oder Axanthor, sehr, sehr beeindruckend. Kämpfe gegen Könige. Wenn du gegen Könige oder Königinnen kämpfst, musst du sie mit Ruhegaben treffen, um ihre Wutleiste zu verringern. Ist diese vollständig geleert, gewinnst du den Kampf. Sollte sich im Kampf gegen die Könige und Königinnen eine günstige Gelegenheit ergeben, kannst du versuchen, mit deinen Pokémon gegen sie zu kämpfen. Gehst du siegreich aus diesem Kampf hervor, wird der König oder die Königin wehrlos und Ruhegaben entfalten eine größere Wirkung. Okay. Hallöchen! Und jetzt... Oh! Oh, alter Schwede! Ach so, ah, Moment. Jetzt müssen wir hier die... Ruhegaben draufwerfen. Was macht er jetzt? Ach so, ja gut, wir müssen also einfach immer ausweichen. Ui, 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 ui. Also anscheinend hat er zwei verschiedene Attacken. Einmal diese Rundum-Attacke und den Charge nach vorne. Und beim Charge nach vorne blinkt er... mit den Augen kurz bevor er loslegt, ne? Genau. Ja, also jetzt nicht ganz so schwer. So, und jetzt können wir gegen ihn kämpfen, ne? Wenn ich vorhin die Einführung richtig verstanden habe. Na dann los, Flammenrad! Nun denn, das war's mit Igelava, liebe Leute. Ah, schaut mal, das Bidifas, das ist auf jeden Fall hier nützlich. Das Bidifas ist immer nützlich, das ist super stark. Wir nehmen mal den Eissturm. War gar nicht mal so klug, ne? Ich hätte hier Aquarelle nehmen müssen. Naja. Vorhin extra noch geguckt, was sehr effektiv ist und trotzdem was anderes gemacht. Na los! Alter Schwede, was? Wie viele XP man hier bekommt?
Du erhältst die Käfertafel von Axanthor. Dieser Steintafel wohnt die Energie des Typs Käfer inne. Wird sie auf ein bestimmtes Pokémon angewendet, erlangt es die Kraft des Typs Käfer. Ich finde übrigens, Axanthor sieht jetzt nicht so geil aus, also... Hätte ich jetzt auch nicht gefangen, das Viech. Was war das? Das Licht um Axanthors Körper ist verschwunden. Ist der König des Waldes damit endlich besänftigt? War also wirklich dieser seltsame Blitz der Ursprung von Axanthors unnatürlicher Macht? Naja, gut möglich, ne? Das wäre zumindest die naheliegendste Erklärung. Neulich kamen unerklärliche Blitze aus dem Riss im Himmel geschossen. Vielleicht ist Axanthor wirklich so in Rage geraten, weil es von einem dieser Blitze getroffen wurde. Ein Blitz aus dem Riss im Raum-Zeitgefüge soll ihm diese Kräfte verliehen haben? Aber das ehrwürdige Sinnoh verweilt doch jenseits des Risses. Würde das nicht bedeuten, dass die seltsamen Blitze von ihm stammen? Dann hätten wir es nicht besänftigen dürfen. Und ich, naiver Trottel, habe fröhlich dabei geholfen, die Ruhegaben herzustellen. Boah! Beruhige dich, Topin. Axanthor, der König des Waldes, hat den Perlclan stets vor Pokémon beschützt, die uns angreifen wollten. Wenn diese Kräfte wirklich vom echten, ehrwürdigen Sinnoh stammen würden, hätte es dann wahllos Menschen und Pokémon attackiert? Das, was Huxel getan hat, war richtig und notwendig. So sehe ich es. Glücklicherweise konnten wir dieses Problem ohne weitere Konflikte zwischen uns, dem Diamant-Clan und der Galaktik-Expedition lösen. Vielen Dank für deine Hilfe. Solltest du wieder einem Pokémon begegnen, das unter dieser quälenden Rage leidet, hilf ihm bitte ebenso. Na schön, das ergibt Sinn. Da war ich wohl auf der falschen Fährte. Jedenfalls möchte auch ich dir meinen Dank aussprechen. Hier, das ist ein Dankeschön vom Perlclan und außerdem eine Entschuldigung für meine unhöflichen Worte. Ich bin dir wirklich dankbar. Na, Geld? Nein, 3 Zitrubeeren. Lass mich deine Pokémon heilen, immerhin haben sie für uns gekämpft. Ich glaube dir jetzt, dass du vom Himmel gefallen bist, obwohl ich mir keinen Reim darauf machen kann, warum es passiert ist. Gut, dass wir diese Gefahr gebannt haben, aber jetzt mal unter uns. Ich würde Axanthor gern noch einmal so in Rage sehen. Bei so viel Macht kriegt man doch Gänsehaut. Hey, sehr schön. Berichte Expeditionsleiter Denboku, dass du deine Mission abgeschlossen hast. Ja, machen wir gleich. Können wir da vorne noch irgendwas tun? Nö, ne? Sieht nicht so aus. Ah, ich dachte hier, keine Ahnung, gäbe es noch irgendwas Besonderes. Aber wisst ihr was, bevor wir jetzt zurückgehen, versuche ich noch mir ein Sichlor zu schnappen. Die waren doch hier vorne rechts irgendwo. Genau, das sind sie ja. Ja, also mit so einem Superball sollte das doch hinhauen, ne? Ach, du kannst ruhig abhauen, ist nicht so schlimm. Holy moly, was? Sogar die Elite-Variante. Ja, Leute, ich will nichts sagen, aber das hätte ich schon ganz gerne im Team. Also das wäre schon ultra, ultra geil. Kann das sein, dass das Sichlor da vorne pennt? Ich glaube, das pennt, Leute. Oh nein, jetzt hat es mich gesehen. Ah, weg hier. Auf Kämpfen habe ich jetzt keine Lust, wobei... Also wenn ich jetzt nicht schaffe, das so zu fangen, dann würde ich auch mal gegen das Vieh kämpfen.
Na, gehst du jetzt weg oder nicht? Du Schlingel, verzieh dich doch. Oh, das andere ist aufgewacht. Ja, okay, wisst ihr was? Dann kämpfen wir jetzt halt doch. Wollte ich zwar eigentlich nicht, aber meinetwegen. Level 30. Ja, das ist ja okay. Wie gemein, es darf als erstes angreifen, oder was? Nee, doch nicht. Dachte schon. So, Flammenrad. Boah, alter Schwede. Diese Elite-Pokémon, die sind so krass, aber Sichlor in meinem Team, boah, Leute, das wäre so geil. Ich hoffe, ich kann das fangen. Ja, ich werfe jetzt einfach schon Bälle drauf. Ja, wann darf ich denn mal wieder angreifen? Oh Mann, das ist so blöde, dass die zu zweit sind. Federball eignet sich besonders zum Fangen flinker oder fliegender Pokémon. Vielleicht nehme ich mal so einen Federball statt einen Superball. Müsste ja bei Sichlor auch ganz gut funktionieren, ne? Ja, ist halt echt super, super ärgerlich, dass das zweite Sichlor noch dabei ist. Ja, dann probiere ich es doch mal mit dem Superball. Wir haben es gefangen. Oh mein Gott, wir haben es gefangen. Das ist so cool. Tja, was machen wir jetzt mit dir? Das besiegen wir. Ja, oder es hat nur noch so ein Fitzel. Vielleicht fange ich mir noch ein zweites Sichlor. Wobei natürlich das Elite-Sichlor in mein Team wandert und nicht das hier. Sehr schön, Leute. Oh, so ein erfolgreicher Part. Sichlor wird mein Team dermaßen bereichern. Gut, dass ich hier nochmal hingegangen bin. Okay, jetzt geht's aber zurück zum Lager. Beziehungsweise ins Dorf. Wie ich sehe, hast du zwei Pokémon gefangen. Ja, ja, ja. Ja, gibt jetzt nicht so viel Knete, aber egal. Du scheinst mit deiner Forschung ja gut voranzukommen. Lass mich mal sehen. Hm, faszinierend. Ich werde den Pokédex mit diesen Informationen aktualisieren. Impressive, du hast also tatsächlich Axantor, den König des Waldes, besänftigt. Kehre ins Dorf zurück und erstatte den Boku-Bericht. Dieses Licht, das gen Himmel verschwunden ist, du hast den König also besänftigt, habe ich recht? Oh, was sehe ich denn da? Kann es wirklich sein? Ist das etwa eine Tafel? Dürfte ich sie mir mal etwas näher ansehen? Hm, darauf sind Worte eingeritzt. Dort, wo das Universum geboren wurde, steht auch seine Wiege.
Das scheint ein Teil einer Legende zu sein. Wo hast du sie her? So, so, eine Tafel hast du also von Damietir bekommen, als es dich für würdig befunden hat. Und eine andere von Axanthor, nachdem du es besänftigt hattest. Oh, das bringt mein Blut in Wallung. Ich vermute, dass weitere dieser Tafeln in ganz Isui verstreut sind. Wenn wir sie alle finden und das Rätsel ihrer Inschriften lösen, könnte uns das womöglich zu einer großen Entdeckung führen. Ach, nichts weckt meine Neugierde mehr als die Mythen und Rätsel der Vergangenheit. Da zeigt sich der wahre Reiz des Lebens. Aber wie dem auch sei, die Pflicht ruft. Bis dann! Sehr schön, wir sind zurück im Dorf. So, jetzt erstmal Sichlor ins Team packen. Dank deiner Hilfe tummeln sich hier schon wesentlich mehr Pokémon-Huxel. Wir haben uns schon richtig daran gewöhnt, uns um sie zu kümmern. Ich schätze, du wirst auch in Zukunft jede Menge Pokémon fangen, oder? Wenn du das nächste Mal welche freilassen willst, kannst du gleich mehrere auf einmal auswählen. Ich kümmere mich persönlich darum, dass sie in einer Umgebung freigelassen werden, in der sie sich wohlfühlen. Hast du Pokémon für uns, um die wir uns kümmern sollen? Ach so, man kann die auch freilassen. Ja, macht eigentlich Sinn, ne? Ich brauche gar nicht so viele Pokémon. Ah, aber eins nach dem anderen. Also, wo ist das Sichlor? Da. Auf Level 30. Tja, welches hauen wir raus? Pudox? Wadribi? Ah, ich hau mal Wadribi raus. Ja, und dann lassen wir Pokémon frei ohne Ende. Ich brauche die alle nicht. Ich behalte mal eins von jeder Sorte. Ah ne, Moment. Von den Bammelin brauche ich mehrere. Da ist ja noch eine Nebenquest mit offen. Mit den Viechern. Aber alles andere hier weg, 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 weg. So, oh, kann ich die nicht sortieren hier? Suchen, Übersicht. Hallo, Huxel. Die Pokémon, die du freigelassen hast, haben dir ein kleines Geschenk hinterlassen. Wärst du so lieb, es an dich zu nehmen? Du erhältst 8 Säckchen Leistungskies. Dieser rätselhafte Kies erhöht den Leistungslevel eines Pokémon. 22 Säckchen Leistungssand und ein Leistungsstein. Dieser rätselhafte Stein erhöht den Leistungslevel eines Pokémon. Okay, okay, okay. Ja, schön, dass man da noch so eine kleine Belohnung kriegt, wenn man die freilässt. Aber wie schon gesagt, kann man hier nicht sortieren? Viele bewegen. Ach, wobei, ich meine, who cares? Dann sortieren wir halt nicht. Aber, wir können mal eben schauen, ob wir ein Bammelin dabei haben, was groß genug ist. Hä, was hast du denn? Ich habe es gesehen. Ich habe es mit eigenen Augen gesehen, wirklich. Was denn? Das rote Irrlicht. Als ich nach Sonnenuntergang in der Windpassage unterwegs war, ist es wie aus dem Nichts vor mir erschienen. Schon wieder eine Geistergeschichte? Glaubt ihr am besten kein Wort. Meine Schwester saugt sich immer solches Zeug aus den Fingern. Ich sauge mir gar nichts aus den Fingern. Das rote Irrlicht habe ich wirklich gesehen. Ach ja? Das glaube ich erst, wenn ich es sehe. Also bis dann. Oh, ich bin mal gespannt. Warum glaubt mir niemand? Ich habe es wirklich gesehen. Du gehörst doch zum Forschungstrupp, oder? Für dich sollte es doch ein leichtes sein, das rote Irrlicht zu fangen.
Bitte fang das rote Irrlicht, das ich gesehen habe, und bring es zu mir. Das Rätsel des roten Irrlichts. Ja, okay, aber eigentlich wollte ich woanders hin. Wo muss ich denn die Bammelin abgeben? Da. Vorne am Tor war das. Boah, ich hoffe, meine Bammelin sind groß genug. Hatte ich das schon mal nachgeguckt? Ich weiß es gar nicht. Wie groß muss das hier sein? Guten Tag. Mindestens 0,8. 0,6. Hatte ich das schon mal überprüft, wie groß meine Bammeline waren? Ja, aber ich habe ja zwischendurch noch welche gefangen. Da war ich mir nicht sicher, oder da bin ich mir nicht sicher, ob ich es bei denen auch überprüft habe. Boah, immer nur 0,7. Das kann doch gar nicht wahr sein. 0,77. Ach, stimmt, jetzt erinnere ich mich wieder. Das hatte ich schon mal nachgeschaut. Ja, ihr müsst mir das verzeihen, wenn ich die Sachen doppelt und dreifach nachschaue, aber dadurch, dass immer ein bisschen Zeit zwischen den Parts liegt, also zwischen der Aufnahme der Parts, vergesse ich das teilweise wieder. Nun denn, dann würde ich sagen, gehen wir erstmal zu Denboku. Der hockt doch sicher oben in seinem Büro, der Gute. Jo, da ist er. Ja, liebe Leute. Der große Denboku. Hervorragende Arbeit. Ich habe bereits erfahren, dass du das in Rage verfallene Axanto besänftigt und den Frieden wiederhergestellt hast. Obwohl du für uns bloß ein Fremder bist, der vom Himmel gefallen kam, hast du der Galaktik-Expedition vorbildlich gedient. Damit hast du dir ein gewisses Maß an Respekt erarbeitet. Allerdings ist es damit noch lange nicht getan. Wie man hört, sind auch in anderen Gebieten Isuis Könige und Königinnen in Rage geraten. Deshalb musst du auch weiterhin Pokémon erforschen und dich für Jubeldorf nützlich machen. Doch genug geredet, die anderen Mitglieder des Forschungstrupps sind jetzt wohl schon in der heißen Kost. Du solltest dich ihnen anschließen. Sehr schön, der König des Waldes in Rage abgeschlossen. Ich nehme wieder die üblichen Kartoffelmochi Mubeshi, drei Portionen und keine weniger. Wenn du sonst noch was Leckeres in der Küche zusammenzauberst, bring es gleich mit. Deine Eskapaden sind hier in aller Munde. Du kannst vor Glück reden, dass du den Kampf gegen Axanthor unversehrt überstanden hast. Unsinn, Huxel. Er war gut vorbereitet. Außerdem bin ich sicher, dass er während des Kampfes immer gut auf Axanthors Bewegungen geachtet hat. Dieser Sieg war kein Glück, sondern das Ergebnis sorgfältig vorbereiteter Anstrengungen. Dank Huxel kann der Forschungstrupp jetzt viel sicherer seiner Arbeit nachgehen. Falls du dich noch sicherer fühlen willst, solltest du das Item aus dieser Anleitung herstellen. Mubeshi hat sie mir überlassen. Du erhältst die Anleitung für Rauchkugeln. Yes, wir müssen nicht mehr befürchten, von Axanthor angegriffen zu werden. Jetzt können wir in aller Ruhe die Pokémon erforschen, die im Obsidian-Grassland leben. Huxel. Ich habe auf dich gewartet, Huxel. Mein Name ist Yula. Ich möchte dir was ganz Wichtiges sagen. Kannst du kurz mitkommen? Das bleibt aber unter uns, ja? Das Unheil geht in Hisui um. Hunderte Jahre ist es her, da wurde ein gewisser Unruhestifter für seine Missetaten versiegelt. Doch aus irgendeinem Grund ist das mysteriöse Siegel nun gebrochen worden.
Wir müssen eingreifen und Schlimmeres verhindern. Ich bitte dich, Huxel, setze das zerbrochene Siegel wieder in Stand. Was muss ich denn tun? Oh, ich danke dir, du glaubst mir nicht, wahr? Ich wusste, dass du mir helfen würdest. Ich gebe dir zunächst einmal diesen Spiritkern hier. Pass gut darauf auf. Du erhältst einen Spiritkern. Mit diesem rätselhaften Stein kann man violett leuchtende Geisterlichter einsammeln. Die ehemals versiegelten Geisterlichter sind über ganz Isui verstreut. Es sind übrigens 107 an der Zahl und mit dem Spiritkern lassen sie sich wieder einsammeln. Normalerweise sind sie unsichtbar, aber wenn du den Spiritkern dabei hast, kannst du sie sehen. Ich weiß, dass ich damit viel verlange, aber bitte versuche, sie alle einzusammeln. Hier irgendwo in der Nähe sollte eins der Geisterlichter sein. Damit könntest du anfangen. Oh, sieh mal, da ist eins. Berühre das Geisterlicht und beobachte genau, was passiert. Na dann, machen wir das, liebe Leute, aber erst im nächsten Part. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und der Part hat euch gefallen. Sollte dem so sein, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. So oder so würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, euer Huxel. Ciao.